Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal aus ja, bekannter Umgebung wieder. Wir haben heute Montag und wir bleiben heute zu Hause. Wir waren das ganze Wochenende ja jetzt im neuen Haus, haben da geackert und gemacht und getan. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich euch gezeigt habe und was ich auf Instagram gezeigt habe. Das heißt, folgt mir gerne auf Instagram. Ich blende das hier mal ein. Denn, ja, manchmal mache ich da Stories und dann denke ich mir, also das hast du ja schon gezeigt, aber das habe ich ja bei Instagram gezeigt und gar nicht hier. Deswegen, ja, kann sein, dass ihr manchmal was doppelt seht, bei YouTube und bei Instagram. Aber bei Instagram natürlich viel schneller, weil das einfach da online ist. Und manchmal seht ihr auch nur Sachen so. Also, es tut mir leid, ich verwechsel das manchmal oder vergesse das oder verdränge das, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir heute Montag und Ben und Mia sind zu Hause. Und ich bin mir noch nicht so richtig hundertprozentig sicher, was, also ich bin auch zu Hause, was ich davon halten soll. Denn Mia hätte diese, die hat ja so Wechselunterricht, die hätte diese Woche halt Notbetreuung gehabt. Aber Ben, hatte ich ja in den letzten Videos schon erzählt, sollte ja ein paar Tage die Woche, also zwei Tage die Woche nicht zum Kindergarten gehen, weil er ja immer so unzufrieden war und so traurig und hin und her. Und das hat sich jetzt aber erledigt. Also er ist jetzt wieder voll glücklich und geht wieder gerne in den Kindergarten. Und ich dachte mir so, ja, jetzt ist es vorbei und ich kann Ben wieder fünfmal die Woche bringen in den Kindergarten. Jetzt meinte die Kindergärtnerin, ja, sie würde halt gerne mindestens, dass er noch einmal die Woche zu Hause bleibt, damit sich das so ein bisschen festigt. Dachte ich mir, ja, okay, einmal die Woche kriegt man irgendwie hin. Und jetzt hatte sie mir ganz spontan am Freitagnachmittag gesagt, oder am Freitag, kurz nachdem ich ihn abgeholt habe, sie hat mich extra nochmal angerufen, hat sie mir noch gesagt, ja, dass sie das nicht hinkriegt, dass sie Ben nicht 4 Tage unterbringen kann, sondern nur 3 Tage. Und jetzt kommt's, weil es Eltern gibt, die zwar nicht arbeiten, aber die Kinder halt sonst ja komplett den Kontakt verlieren zum Kindergarten, ne? Also wenn die jetzt 3 Monate lang komplett zu Hause sind, weil die halt einfach keinen Anspruch haben auf einen Kindergartenplatz, weil die Eltern halt nicht arbeiten, dann ist das für die Kinder halt total doof. Und da ist es halt so, ist so gespalten. Also als Mama verstehe ich das hundertprozentig und sage, ja, natürlich, die Kinder brauchen Anschluss und es ist langweilig für die Kinder zu Hause, nur zu Hause zu sein und es ist doof und es ist ja auch doof, weil die ja quasi sozusagen dann wieder fast eine neue Eingewöhnung machen müssen, wenn die so lange nicht da waren, ne? Also aus Mama und erzieherischer Sicht kann ich das hundertprozentig verstehen, aber was für mich jetzt halt als Arbeitnehmerin schwierig ist, finde ich, ist, dass ich jetzt irgendwie gucken muss, jetzt bin ich 2 Tage die Woche, also nicht bei der Arbeit offiziell, ne? Also 2 Tage die Woche bin ich dann zu Hause tagsüber. Und das ist halt schon ziemlich schwierig. Und man muss auch meinen Chef irgendwie verstehen. Also der hat jetzt nichts gesagt, aber ich könnte es verstehen, wenn er was sagen würde, weil meine Arbeit muss ja erledigt werden. Es ist ja nicht, er stellt ja nicht mich umsonst ein und sagt, ja, eigentlich hast du eine 5-Tage-Woche, aber in 3 Tagen schaffst du es auch, die anderen 2 Tage sind halt so übrig, ne? Es ist ja nicht so, weil ich habe eigentlich sogar eigentlich eine Vollzeitstelle und versuche das alles schon in 30 Stunden zu quetschen und jetzt muss ich es halt noch in 3 Tage quetschen, wisst ihr, was ich meine? Und das geht einfach nicht. Und aus dem Grund, ja, weil ich könnte natürlich jetzt Stress machen, könnte sagen, ja, Pech gehabt, die Eltern, die nicht arbeiten gehen, ja, die müssen sich etwas anderes überlegen oder so. Mache ich natürlich nicht, weil ich sie als Mama verstehen kann. Ich mache es jetzt halt so, oder wir versuchen es so zu regeln, dass ich nachmittags arbeiten gehe oder auch teilweise was hier von zu Hause halt mache. Also sozusagen alles, was ich schon von zu Hause irgendwie machen kann, versuche ich zu Hause zu machen. Und alles andere mache ich dann halt nachmittags und habe dann halt einen langen Tag. Das Gute ist, heute habe ich ausnahmsweise mal keine Schule. Heute ist ja Montag. Eigentlich habe ich Montag und Mittwoch Online-Unterricht. Und irgendwie habe ich heute keinen. Ich weiß nicht wieso. Es war irgendwie in der Planung so drin, dass ich heute keinen Unterricht habe, was richtig gut ist. Das heißt, ich kann heute, keine Ahnung, um 15 Uhr zur Arbeit gehen. Und kann dann halt auch bis 8, 9 oder so dann da bleiben. Und dann halt, also es ist halt für mich sehr anstrengend, weil auch die Konzentration natürlich nachlässt, wenn du den ganzen Tag irgendwie die Kinder hast oder auch mit den auch irgendwas hier machst und tust und dann bleibt die Konzentration so ein bisschen hängen. Aber egal, wir versuchen das und ich finde es halt mega cool, dass mein Chef da so flexibel ist oder einsichtig oder er kann es halt komplett verstehen, ne? Und ich habe einfach die Hoffnung, dass diese Scheiße einfach bald vorbei ist. Und dass wieder alles vernünftig und normal ist. Ja,
lassen wir uns einfach mal überraschen. Auf jeden Fall, das ist jetzt der Grund, warum ich zu Hause bin und warum Ben zu Hause ist. Und dann habe ich gesagt, wenn Ben sowieso Montag und Donnerstag zu Hause ist, braucht Mia Montag und Donnerstag auch nicht in die Notbetreuung gehen. Jetzt kommt er gerade. Er hat gerade Tablet. Ja? Mama gerade hat ein Zugspiel, das Zugspiel gar nicht funktioniert, das musste laden. Ach so, das Zugspiel. Genau, also die Kinder dürfen, also Mia guckt Fernsehen und Ben guckt Tablet, ich weiß. Ich bin wieder Mutter des Jahres, aber ist mir jetzt auch egal, weil ich lag eben gerade noch ein bisschen im Bett, habe noch ein bisschen, also wir haben es jetzt, okay, wir haben es schon wieder schon 20 vor 9, aber ich lag jetzt noch ein bisschen im Bett, ich glaube bis 10 nach 8 oder so. Und habe jetzt geduscht, weil meine Haare wieder voll staubig waren und also durch diesen ganzen Staub, der auf der Baustelle ist, hast du richtig so verfilzte Haare. Das habe ich erstmal gewaschen und jetzt machen die Kinder auch das Tablet aus, denn jetzt geht's hier ran. Wir müssen uns jetzt alle fertig machen. Also ich bin jetzt erstmal schon angezogen für zu Hause. Jogginganzug und T-Shirt reicht mir erstmal. Dann machen wir uns erstmal fertig und dann wird hier erstmal grob aufgeräumt. Ja, Koya hat das Bett hier schon so halb, also hier die, war eine Matratze, die haben wir schon mitgenommen. Die ist schon im neuen Haus. Koya will heute oder nachher auf jeden Fall das Bett abbauen, dieses Beistellbett. Genau, dann hatte ich ja meinen Computer mitgenommen. Es hat gar nichts gebracht, weil ich kam einfach zu nichts. Ich hatte ja gedacht, dass ich es irgendwie schaffe, am Computer irgendwie ein Video für euch zu schneiden. Habe ich gar nicht geschafft. Ich habe die Tüte mit meinem Computer hier noch genauso und kann... Das einzige Gute, was es jetzt ist, ich habe einen Bildschirm mitgenommen. Ich hatte ja hier zwei Bildschirme. Ich habe schon einen Bildschirm mit rübergenommen. Und ich konnte jetzt, oder ich kann nachher da jetzt mal richtig aufräumen und den ganzen Staub wegmachen dahinter. Aber ansonsten hat sich das nicht gelohnt, den Computer mitzunehmen. Aber egal. Lieber einmal mehr mitnehmen und ihn dann vielleicht nicht brauchen, als dass ich dann da sitze und die brauche ihn unbedingt. Ne? Genau, so, wir machen uns jetzt also allererstes mal fertig und ziehen uns alle an. Also ich bin schon angezogen, aber die Kinder ziehen sich an. Der Apollo ist auch wieder richtig froh, dass er hier zu Hause ist. Guck mal, wie er sich hier in seine Decke einkuschelt. Der ist fertig mit den Nerven, ne? Du bist fertig. War ganz schön anstrengend für dich, ne? Und ich mache mich jetzt kurz fertig und hole Brötchen, denn ich habe gerade meinen Papa gefragt, ob wir nicht zusammen frühstücken wollen. Er hat gesagt, ja, klar. Und jetzt habe ich gesagt, ich besorge die Brötchen und dann frühstücken wir gleich drüben bei ihm. Und genau, dann starten wir erstmal ganz entspannt in den Tag und erst nach dem Brötchen essen und frühstücken geht dann hier das Putzen los. Ich habe schon eine Waschmaschine fertig gemacht, ich habe aber noch, ich glaube, zwei Waschmaschinen, die ich waschen muss. Hier ist es auch nochmal Wäsche, die ist aber sauber, die kann ich wieder wegsortieren. Oh, wie siehst du denn aus? Hast du die schick gemacht? Ja? Ja, ich kann du gar nicht sehen. Ach so. Richtig nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich hol jetzt erstmal Brötchen. Mal ein bisschen kann ich so sehen. Okay. So, zu Ende gefrühstückt, jetzt noch Brötchen übrig und noch was vom Schlachter. Wie bitte? Das eine Paket kann ich jetzt hochfahren. Ja, super. Mia hat gerade Pakete hochgeholt. Mama? Ich filme gerade hier oben. So, ich packe die erstmal weg. Jetzt kommt den Kühlschrank. Hier sieht es auch aus. Ich habe gestern Abend gekocht, ne? Habe ich nicht mehr weggeräumt. So. Ja, ich habe hier so chinesisch oder asiatisch gekocht. Das habe ich irgendwie nicht mehr weg. Ich war so fertig gestern. Essen gemacht und dann ins Bett gefallen. Ich werde jetzt erstmal den Geschirrspüler, ist der sauber? Ich glaube schon, ich glaube den Geschirrspüler ausräumen. Dann habe ich hier so eine ganze Kiste mit Sachen, die nehmen wir immer, da packen wir immer die Sachen hin fürs neue Haus, was wir dann unbedingt daran denken müssen mitzunehmen. Und ich habe jetzt auch das Geschirr von da mitgenommen. Und kannst du mir nochmal das eine Körbchen hochholen? Dieses kleine graue, da ist auch noch Geschirr drin. Wo denn? Das steht unten, da bei euren Jacken. Hm, mein Schatz? So, müssen wir erstmal machen. Und Mia muss auch gleich noch mal ein bisschen lernen. Ja, Mama. Ja, Mama. Okay, und Ben ist übrigens draußen. Der wollte unbedingt rausgehen. Er spielt jetzt hier vorne im Garten. Gucken, ob ich ihn jetzt hier so sehe. Nö, ich sehe ihn jetzt nicht. Aber der ist auf jeden Fall unten. Drauf. Nicht? Nicht. Was steht denn dann drauf? Koya Gerke einfach. Ja, das ist halt so normal Paket. Gucken wir gleich mal, ne? Das sind auch alles Sachen, die in den Geschirrspüler müssen. Fangen wir mal an.
So, die Kinder sind hier am Tuschen. Ben hat extra ein Tuschkleid an, ne? Damit du dich nicht dreckig machst. Ja, aber so darfst du nicht dreckig. So ist es nicht schlimm, genau. Ich bin jetzt gerade dabei und mache das Essen um für die Kinder. Es gibt einfach nur Nudeln mit Tomatensauce. Das, was wir jetzt hier noch so im Vorratsschrank haben. Ich will ja auch so langsam aber sicher hier alles verbrauchen. Und deswegen gibt es einfach nur Nudeln, die wir hatten. Und wir hatten so eine Tomatensauce. Ich zeig's euch mal. So, dann habe ich hier aus dem Gefrierschrank, das ist so eine Chili con Carne Soße. Hier sind Nudeln mit Chili con Carne. Das ist, glaube ich, nur Chili con Carne. Irgendwie so. Habe ich jetzt rausgeholt. Das mache ich dann für Koya und mich nachher. Und da essen wir dann die restlichen Nudeln zu. Genau, haben wir das auch verwertet. Und ja, dann habe ich gerade eben noch mit einer Mama aus Mia Schule gesprochen. Mia wollte sich mit der Tochter verabreden. Das ist jetzt auch alles klar. Wir haben es jetzt 20 nach 2. Um 5 ungefähr geht, 15 Uhr geht Mia los. Und trifft sich dann mit ihrer Freundin. Die gehen auf den Spielplatz. Heute ist richtig schönes Wetter. Weiß ich nicht, über 10 Grad auf jeden Fall richtig schön warm. Deswegen muss ich schnell was essen. Und dann geht's los. Ich räume jetzt noch den Geschirrspüler ein. Ich habe gerade schon wieder ausgeräumt. Hier haben wir schon wieder die nächsten Sachen, die wieder alle nach zum neuen Haus müssen. So, das muss alles wieder hin. Das sind halt so Plastikteller, nochmal Plastikbecher, Besteck. Und da unten sind diese Dinger von unserem Kontaktgrill. Die habe ich jetzt auch nochmal gewaschen. Haben gestern benutzt. Hier ist nochmal so ein Öhrstöpsel-Ding, also so zum Ohren zumachen. Die hatte ich irgendwie mitgenommen aus Versehen. Und dann habe ich eine Türklingel gekauft und zwar eine mit zwei Knöpfen. Also das heißt, vorne am Zaun kann man einmal draufdrücken, dann einmal bei uns vorne und es klingelt dann halt drinne. Genau. Das ist die gleiche Klingel, die wir jetzt auch haben. Nur wir haben es jetzt momentan so, ein Klingel und dann klingelt es bei uns und bei meinem Papa. Also eigentlich trotzdem die gleiche, aber nur anders aufgestellt. Genau. Und ja, ich muss mich jetzt gleich fertig machen, denn ich gehe gleich zur Arbeit. Ich habe jetzt noch Proviant gepackt für Koya und für Ben. Mia ist ja nicht dabei, die hat eine eigene Brotdose nochmal. Ich habe hier noch einen Muffin. Yay. Den werde ich auch gleich essen. Habe ich hier noch Licht an? Ja. So, zack. Den werde ich jetzt gleich noch essen, bevor ich zur Arbeit fahre. Und dann geht es jetzt gleich los zur Arbeit. So, es ist schon wieder richtig spät und ich habe auch schon ganz schlechtes Gewissen, weil die Kinder heute total spät ins Bett gehen. Wir haben es jetzt 20.46 Uhr, es ist eigentlich viel zu spät. Die Kinder gehen normalerweise zwischen 19 und 20 Uhr ins Bett, aber ja, heute ging es irgendwie nicht anders. Ich bin gerade erst von der Arbeit gekommen, also ich war schon so um 8 Uhr, um kurz vor 8 Uhr wollte ich Feierabend machen. Habe ich noch einen Anruf bekommen. Ich war schon draußen, habe ich noch einen Anruf bekommen und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich mache das jetzt noch schnell. Es war was Wichtiges, einfach, dass ein Techniker, es waren zwei Techniker von uns, sind nach Trier gefahren. Das ist voll weit weg, ne? Das ist, glaube ich, an der Grenze zu Frankreich, ne? Und die kamen irgendwie da nicht ins Hotel rein, weil die so eine Unabdinglichkeitsbescheinigung brauchen und die irgendwie online übermittelt werden musste, irgendwie sowas. Und ich musste die halt nochmal fertig machen und online machen, weil ansonsten hätten die Techniker, die beiden, halt da nicht übernachten können. Das wäre schon richtig krass gewesen. Deswegen bin ich froh, dass das noch geklappt hat und dass die mich noch erreicht haben. Aber ist auch krass, ne? Hätten sie sich halt vorher schon mal informieren können. Aber ist halt so, deswegen ist alles noch ein bisschen länger gedauert. Dann war ich fast zu Hause, wollte noch schnell was bei Edeka einkaufen. Und habe gemerkt, dass ich mein Portemonnaie nicht dabei hatte, weil ich zu Hause, also nicht zu Hause, weil ich bei der Arbeit noch mit meinem Chef was besprochen hatte. Und da brauchte ich so eine Karte für und habe ich die aus meinem Portemonnaie geholt. Und dann habe ich vergessen, das Portemonnaie wieder einzustellen. Also das Stecken, das war richtig krass. Die Kinder waren bei Oppi und haben bei Oppi gegessen. Deswegen, da hatte ich Gott sei Dank keine Probleme mit. Hat alles gut geklappt. Mia war auch sogar bis 7:30 bei ihrer Freundin. Ja, auch ein bisschen länger als gedacht. Das hat sich irgendwie alles geändert. Und jetzt wollte ich euch noch kurz zeigen, was ich gekauft habe bei Edeka. Also achso, ich hatte ja kein Portemonnaie mit. Und dann habe ich Koya gefragt, ob er nicht kurz mitkommen möchte. Und dann sind wir schnell ganz schnell da reingefahren. Da hingefahren. So, ich habe so eine Salatmischung gekauft. Ben, ist alles okay? Nein. Was ist denn? Ich guck gleich mal, die wollen auf dem Tablet, wollen die ein Hörspiel hören. Dann hat Koya sich so Kaffee geholt, unsere Kaffeemaschine.
Diese hier haben wir zweimal gekauft und die ist ja kaputt. Die zweite, die haben wir ja aus Versehen draußen liegen lassen. Nicht draußen liegen lassen, also im Gartenhaus gehabt und die hat einen Frostschaden. Richtig ärgerlich. Deswegen trinkt Koya jetzt aus diesen Kapseln für unsere alten Kaffeemaschine. Dann habe ich noch einmal Weintrauben geholt. Dann habe ich zwei Birnen geholt. Oh, ich muss das hier so komisch halten. Zwei Birnen für Ben. Morgen ist auch Obst- und Gemüsetag. Dann nimmt er die mit in den Kindergarten. Eine Banane oder drei Bananen sind das. Dann noch eine Gurke, weil ich brauchte unbedingt irgendwas für die Kinder, halt für die Brotdose. Dann hat Köln sich hier so einen Salat gekauft mit Oliven und Käse. Der hat 3 Euro gekostet, das fand ich ein bisschen teuer. Dann habe ich hier einen Krautsalat, der hat nur 1,29 gekostet, der schmeckt richtig lecker. Und dann hat Koya sich so eingelegte Peperoni, sieht man das, gekauft. Die kosten 2,20 Euro. Dann habe ich noch ein Salatdressing geholt, weil ich nicht wusste, ob wir noch eins haben. Und ganz wichtig, Toast für Ben, weil der isst immer Toast. Ohne Toast, jetzt habe ich die Milch vergessen, scheiße. Oh nein, keine Milch mehr. Oh, das kann morgen was werden, naja, kann ich jetzt nicht ändern. Dann mache ich gerade das Essen. Ich habe ja vorhin Chili con Carne rausgeholt. Das ist jetzt hier. Mache ich gerade in der Pfanne und wir wärmen das, weil wir haben ja keine Mikrowelle mehr. Komm mal her, mein Schatz. Was ist mit dem Tablet? Geht nicht. Ja, kann es sein, dass das Akku leer ist, der Akku leer ist? Akku ist leer, Ben. Muss mir mal anstöpseln. Ben, du kannst doch über Spotify, kannst du doch hören, ein Hörspiel. Willst du das nicht? Das ist doch das gleiche Hörspiel. Was möchtest du denn hören? Guck mal, ob es das bei Spotify gibt. Ben möchte. Ja, ich kann das mal hier runter. Jetzt gehst du bitte runter ins Bett. Oh, das hasse ich, wenn die Kinder über den Punkt sind, dann geht gar nichts mehr. Dann sind die fertig und dann sind die wahrscheinlich noch in 2 Stunden wach. Das ärgert mich halt so, weil ich das eigentlich immer anders möchte. Deswegen möchte ich immer, dass die um 19 Uhr geplant ins Bett gehen. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn es eine halbe Stunde später wird, ne? Naja, egal. Koya ist jetzt gerade noch duschen, der war ja auf der Baustelle mit Ben. Das hat richtig gut geklappt mit Ben, hat er gesagt. Die haben richtig viel geschafft. Und Koya hat irgendwie die Decke runtergerissen und den Ofen weggemacht. Das Problem ist, wir haben jetzt Schimmel gefunden hinterm Ofen, also da, wo der Schornstein hochgeht. Jetzt muss Koya dann morgen aufs Dach gehen und gucken, ob das jetzt wirklich Schimmel oder woher der, also das ist wirklich Schimmel, aber woher der Schimmel kommt, das ist halt nur da, wo der Schornstein ist, nur darum herum. Vielleicht kann ich euch ein Bild einblenden, wenn ich es nicht vergesse. Ja, richtig ärgerlich. Aber ich kann es nicht ändern. Ich versuche jetzt einfach gelassen zu sein. Ich hoffe, die Kinder sind jetzt gleich im Bett und sind ruhig und wir essen jetzt. Oh. Mama Mia, mach dies. Mama Mia, mach das. Ich bin fertig, ne? So, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dieser Tag war chaotisch. Der war lang. Wir essen jetzt was und gehen ins Bett. Und bis demnächst. Tschüss.